Radio SKU. Das Schulradio der städtischen Grundschule Eupen-Unterstadt. Wir machen Kinderradio. Hey Kinder, willkommen zur 112. Sendung von Radio SGU. Zum Start wird es eine kurze Sendung geben. Wir wünschen euch allen ein herzliches Hallo. Euer Radioteam sind diese Woche Carla und Fahad. Wir stellen uns vor, ich bin Fahad, ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind Fußballspielen und mit Freunden chatten. Ich bin Carla, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Meine Hobbys sind chatten und mit Freunden Spaß haben. Und jetzt zum Thema der Woche. Die 5. und 6. Klasse waren am Montag ein Theaterstück im alten Schlachthof gucken. Das Stück hieß Der Lindwurm. Es ist ein altes Märchen aus Norwegen. Lass uns mehr darüber erfahren. Die Königin will ein Kind. Beide Rosen isst sie, obwohl ihr die alte Frau im Wald extra gesagt hat, sie soll nur eine nehmen. Die Königin dachte, sie würde vielleicht Zwillinge bekommen, einen Jungen und ein Mädchen. Aber was die Königin in Wahrheit bekommt, das ist ein kleiner Lindwurm. Sofort nach seiner Geburt schlüpft er unter das Bett seiner Mutter und dort hat er seinen Aufenthalt. Wie Mann werden, wie Frau werden, wie lieben? Nur die kluge Schäferstochter lässt sich nicht fressen. Liebe findet statt. Dann mischt der Ritter Rot die Karten neu und ein Briefwechsel führt zum Kampf um Leben und Tod. König Lindwurm ist ein nordisches Märchen. Hört nun ein paar Ausschnitte aus der Aufführung. Mama, wenn du jetzt nicht kommst, dann spiele ich wieder Krieg. Hier ist er. Jetzt ist er weg. Papa, uah. Ich bin die Königin, bin der König, ich reite den Krieg. Ich will ein Kind. Kurzschwert, Krummschwert, Langschwert, Laserschwert. Ich bin ganz alleine hier. Kommt da nicht der Papa noch mal aus dem Krieg? Ich will eine Frau, sonst mache ich dich und das ganze Schloss kaputt. Tausende von Falken! Los, Brauner, Lagerfeuer aus! Nichts wie weg hier! Ich schreibe an alle Könige der Welt, mein Sohn will heiraten, schickt mal eure Prinzessin darüber. Viele Grüße, der König. Das ganze Schloss hat geschwebt. Pom, 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 pom. Naja, du bist doch hierher gekommen zum Heiraten, da musst du doch bloß einfach nur Ja sagen. Wunderschöner junger Prinz. Ich bin blöd. Ich könnte gegen ihn kämpfen. Mama, Mama, komm mal, ich bin eingeklemmt. Und wenn du mich nicht auffrisst, dann werde ich Königin. Mein Liebster, stell dir vor, ich habe gleich zwei Kinder bekommen. Das hättet ihr aber auch gleich sagen können. Feuerwehr! Soll den Königssohn heiraten, den Lindwurm. Jetzt schalten wir zu Mr. Pat. Viel Spaß! Hallo, liebe Freunde! Hier ist endlich wieder Mr. Pat! Wie geht es euch? Das freut mich! Ja, und ich freue mich so, dass es wieder Radio SGU gibt. Ich habe es ja so vermisst. Ja, und ein Geschenkkärtchen, das habe ich versteckt. Und das ist schon so lange versteckt, ganz lange versteckt. Und zwar im Kindergarten in der Klasse von Fräulein Nicole und von Fräulein Natascha. Bei Fräulein Nicole und Fräulein von Natascha, da ist das Geschenkkärtchen versteckt. Sucht gut, bitte stoßt euch nicht. Und nicht laufen und nicht schreien, das geht ganz in Ruhe. Mag Mr. Pat übrigens sehr. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald!
Dankeschön, Mr. Pett. Du bist nicht alleine. Sie sind immer für dich da. Sie lassen dich niemals aus den Augen. Denn sie sind die Helikoptereltern. Eigentlich will ihr Sohn nur mit der Klasse in den Wald wandern gehen, wenn da nicht die lästigen Eltern wären. Du bist nicht allein. Sie sind immer für dich da. Sie lassen dich niemals aus den Augen. Denn sie sind die Helikoptereltern. Da ist es, Papa Delta Echo. Ich sehe es, Mama Alpha Bravo. Das Zielgebiet. Man sieht ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vor allem sehe ich unseren Sohn nicht. Was macht er überhaupt in diesem Dickicht? Wandertag. Wandertag? Für mich klingt das mehr nach Hänsel und Gretel. Du meinst? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wir gehen besser runter. Und holen ihn da raus. Wenig später im Dickicht. Was schmierst du dir da ins Gesicht? Matsch zur Tarnung. Und warum riecht der Matsch nach Hund? Oh, da vorne kommen sie. Runter, Papa Delta Echo. Roger, Mama Alpha Bravo. Da vorne sind sie. Aua. Leise. Es hat mich was gebissen. Was hat dich gebissen? Vampire. Überall Vampire. Das sind Mücken. Das ist die Hölle. Augenblicke später in der grünen Hölle. Siehst du das, Papa Delta Echo? Negativ. Ich habe gerade Matsch im Auge. Da kommt eine Gruppe von Schülern. Und unser Sohn? Ist auch dabei. Er stolpert über Wurzeln. Er tastet von Baum zu Baum. Man hat ihm die Augen verbunden. Oh mein Gott, wer tut sowas? Da ist eine Frau dabei. Sie lacht. Die Hexe. Sie entführt die Kinder. Sie lockt sie in ihr Häuschen. Sie wird sie fressen. Nicht mit uns. 3, 2, 1. Zugriff! Der Wald ist umstellt. Hände hoch. Und Besen weg. Und keine Lebkuchentricks. Mama, Papa? Es ist vorbei, mein Junge. Lass dir die Augenbinde abnehmen. Sie kann dir nichts mehr tun. Wer? Na, die Hexe. Das ist eine Waldpädagogin. Waldpädagogin? Und jetzt kommen wir zur Auflösung unseres Gewinnspiels. Erinnert ihr euch? Ihr solltet uns ja sagen, um welches Thema es bei unserem Tagesthema ging. Die richtige Antwort lautete Ameisen. Wir haben einen Gewinner gezogen. Es ist Alina aus der 14. Klasse. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Hier unser neues Gewinnspiel. Es geht um die Helikoptereltern. Was wollte der Sohn heute tun? A. Wandern, B. Eis essen, C. Schlafen. Ich wiederhole, es geht um die Helikoptereltern. Was wollte der Sohn heute tun? A. Wandern, B. Eis essen oder C. Schlafen. Wir wünschen euch viel Glück. Die SGU präsentiert die Aktion Ich schenke dir ein Lied. Wir sind Eva und Lara aus dem 1. Sekundar. Wir waren hier. Wir schenken das Lied der ganzen Schule, weil es hier so schön war. Lied Au revoir. Ich bin satt aus dem 6. Ich schenke das Lied Olli, weil er lustig ist. Liedwunsch, next, thank you. Ich bin Thea aus dem 4. Schuljahr. Ich schenke das Lied Theresa und Sahar, weil ich sie mag. Lied auf uns. Das war unsere 112. Sendung. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag und sagen bis bald. Euer Radioteam war heute Fahad, Luan und Carla.